herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Jo. Heute geht's normal weiter, hoffentlich. Und dann schauen wir mal, was jetzt noch hier so abgeht. So, was ist denn los hier jetzt? Jeder darf sich auf... Auf 20.000 Euro freuen. Geil. Also der mitgespielt hat, ne? Yay! Und da die Blaubeeren zu zweit da waren, kriegen die 40.000. Was? Da hätten sie mal einen Mitarbeiter, gell? Ja, was kann ich dafür, wenn die immer alle abhauen? Ich hatte schon zwei oder drei Mitarbeiter. Ein schlechter Arbeitgeber. Man weiß es ja nicht. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich gehe mal nach meinen Produktionen gucken. Alter, sagt der, ich bin ein schlechter Arbeitgeber. So. Dann fahre ich halt mal. Aber 20.000 Euro haben wir gekriegt. Das heißt, wir könnten uns eigentlich wieder einen Wald holen. Mist, ey. Oder ich muss mal gucken. Produktion. Werde ich zukünftig... Warte mal, wir gehen mal eine Produktion angucken. Ich habe da eine Idee, eine Vermutung, was passieren könnte. Wenn die in der Zeitung nämlich schreiben... Oh, ha. Wir haben ein Reha-Update drauf. Man merkt's. Ich könnte mir... Alter, was ist denn jetzt los? Okay, ich darf hier eigentlich auch nicht lang fahren, aber solange es keiner sieht. Ich habe eine Idee, ich kann mir vorstellen, was passiert. Die haben nämlich angekündigt, dass eine neue Produktion kommen wird. Ich vermute gerade fast. Ich vermute was. Wir gehen uns eine neue Produktion anschauen. Und wenn die in mein Budget passt, dann werde ich mir die heute noch kaufen. Oder diese Woche. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich mich vielleicht noch auf Fischzucht spezialisiere. Holzscheite habe ich mir auch überlegt, ob ich mir die noch hole. Aber da muss ich noch mehr mit Holz arbeiten. Und ich habe komme so schon da nicht hinterher. Mehr oder weniger. Deshalb muss ich da mal
nachgucken. Also ich weiß nicht, ob... Vielleicht. Ich habe ja nur eine Vermutung. Ich weiß ja nicht, ob es tatsächlich so kommt. Lass mal den Kollegen hier frei die Pferde los. Ich denke nicht, dass die Polizei schneller war wie ich. Von dem her können wir hier noch Volldampf geben. Alter, aber ich bretter gerade auch richtig hier durch. Muss nur aufpassen, dass ich nicht bei Vollgas aufs Gras komme. Sonst machen wir einen schönen Abflug. Auf Produktion. Das ist halt die Frage, in welche Richtung ich investieren soll. Ich müsste eigentlich gleich da sein. Hier, das ist nämlich meine Überlegung. Dann brauchen wir Diesel. Und ich glaube noch Paletten, die wir alle haben. Papier, Paletten und Karton. Was ist das denn? Muss ich doch mal... Da werde ich den Jürgen mal anrufen nachher. Sieht soweit noch alles ganz gut aus. Das ist nämlich die Metallverarbeitung, Metallproduktion. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nämlich in naher Zukunft die Nägel... Also ich habe irgendwas gehört von der Nagelproduktion. Dass wir die dann brauchen, um bei den Leerpaletten ein bisschen nachzuhelfen, den ein bisschen besser zu fixieren. So.
Aber eigentlich hatte ich auch an die Holzkohle gedacht, all die Holzscheitproduktion gedacht. Dann können wir nämlich die Holzscheite, die sind günstiger. Könnte man mit der Holzkohle vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. Wobei ich auch ein bisschen Geld für die Fahrschule auf die Seite legen möchte. Weil ich möchte mir auch demnächst Fahrschulautos zulegen. Ich habe da einem Lackierer schon einen Auftrag gegeben. Beziehungsweise je nachdem gebe ich dem Jürgen den Auftrag, dass er mir die umbaut. Da wollte ich ja mal rein. So, dann würde ich nämlich jetzt bei den Paletten mal noch ein bisschen aufräumen. Bretterproduktion ist leer. Hackschnitzel ist leer. 80.000 Bretterpaletten haben wir drin. Nein. Na, so war schön. Zwei Paletten auf einmal ist immer noch toll. Kann man sich Weg sparen. Ups. Das war jetzt aber ein bisschen zu weit. Der Rest, der über ist, den hauen wir natürlich hinten ins Lager rein. Ist ja selbstverständlich. Müsst ihr mal beim Neumann nachfragen, ob es da nicht irgendwas gibt, dass man so einen Spanngurt an so ein Ding dran machen kann. Aber da muss ich ihn dann mal anrufen.
gut, gut, gut. Vielleicht kann ich so noch ein bisschen Zeit optimieren, wenn ich immer gleich eine Leerpalette mit ins Lager nehme. Könnte ich wahrscheinlich auch zwei Stück aufeinander stapeln. Ja, das passt, die halten. Aber wenn ich halt hier noch ein Spanngurt hätte, dann wäre mir das Ganze ein bisschen sicherer. Weiß halt nicht, ob das zeitlich effizient wäre, dann jedes Mal einen Spanngurt festzumachen. Kann man gucken, wie viel wir hier überhaupt schon drin haben. 28.000. Holzkohle 8.000. Holzscheite nichts. So, aber liebe Leute, das war's jetzt erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wheel Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.